Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Destiny. Wir spielen heute den nächsten Strike, nennt sich Echokammer in der Ishtar-Senke auf der Venus. Hey. Jetzt habe ich da was ausgeschüttet. 3 Strikes noch, dann haben wir es. Dann könnt ihr den Rest im Livestream sehen. Links unten in der Videobeschreibung. Werbung. Sind bei mir immer drin. Twitch ist immer verlinkt, unter jedem Video. Bei mir auch. Genau wie Facebook alles. Und Twitter. Ja. Sogar du bist verlinkt, glaube ich. Ich glaube, ja doch, du, also wenn ich was mit dir zusammen mache, bist du verlinkt. Dann steht da, Herr Keks, Doppelpunkt, und dann dein www.youtube.com/user/letsplay779. Normal, also normal kannst du auch schon C, Herr Keks, angenehmen, ne? Doch, egal. Ich habe aber den alten eingegeben, weil ich den schöner finde. So. Ich mag dieses /user/. Ich hätte auch gerne so eine Adresse, /user/Gaminator. Hast du es nicht? Nein, ich habe es C und dann hab nur Creator oder User oder... Also ich habe meinen Kanal 2013 erstellt. 2014 haben sie schon mit den Channel-IDs gemacht. Ja, und kotzen, die findet keiner. Da habe ich mir eine Benutzerdefinierte erstellt, die heißt dann /C/Gaminator LP. Weil Gaminator weg war. Die Vex trauern immer noch um ihren Nexus. Doch für die Vex ist Zeit relativ. In einem Augenblick ist ein Konstrukt verloren, im nächsten wird es wiedergeboren. Wenn ein wichtiger Teil des Netzwerks zerstört wurde, dann rufen sie den Restaurativgeist herbei. Er hat damit begonnen, eine Brücke durch die Zeit zu bauen. Wenn diese Brücke nicht zerstört wird, dann wird der Nexus wiedergeboren werden. Yay. In den. Im Prinzip easy. Im Prinzip? Im Grundprinzip. Vom Aufbau her. Ich entdecke eine Reihe von konzentrischen Barrieren um die Brückenseite herum. Sie beschützen die Zeitbrücke. Sie wollen das, was wir getan haben, ungeschehen machen. Ich mag die Venus. Sieht bestimmt später auch geil aus in Destiny 2. Grafisch einmal aufgepeppt. Kannst du dich noch an unsere Mission Auge eines Torlots erinnern? Von damals? Mhm. So in etwa. Ist hier aufgebaut. Wenn ich mich nicht irre, dann ist Barrierentechnologie dieser Art sehr instabil. Sie hat recht. Finde eine Abschlussquelle. Du kannst damit die Barrieren lahmlegen. Au! Ich hab versucht, den Scharfschützen auszunatzen und er hat mich weggelatzt. Scharfschütze, ja. Gleichstand, ein Kill. Wow. Also schlecht waren wir noch nie. Geil. Was war jetzt das? Huch. Du, wo es geht, Digga. Ich renne jetzt einfach durch. Tschüss, Digga. Was? Ich muss hier was scannen, was? Ach so. Güter gefallen. Boah, Alter. Ich schalte jetzt echt mich. Also, ich habe jetzt den ganzen. Echt scheiße, Mann. Ich hasse die. Ich muss verdecken. Scheiße. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich immer level? Ha? Was passiert eigentlich, wenn ich level? Nichts? Überhaupt nichts. Nö. Ja doch, du kriegst halt. Alter, lad doch nach! Au. Ich schieß auf mich, die schießt auf mich und er lädt. Bricht ab. Lädt, bricht ab. Lädt, bricht ab. Statt einfach auf diese Strecks hier zu ballern. Hey, wie bin ich da runtergekommen? Runtergelaufen. Lass dich einfach nur mal 4 Sekunden lang nicht töten. Oh, da bist du. Oh, scheiße.
Ich sag nur explodierende Schwebe. Hop einfach runter und belebt mich wieder. Alles gut. Die Schwebe haben sich an meine Leiche ausgetobt. Willst du es wirklich nehmen? Nicht sterben. Gut, dann immer dem Pfeil nach. Welchen Pfeil? Ah, da ist doch links so ein Ding. Oder nicht? Also dem Pfeil, ja. Du musst. Ja, ich bin bei langsam. Ja, deswegen. Sag ich doch, nicht sterben. Jetzt, das erweist sich jetzt zwar als schwer. Ja. Einfach rein da. Aber? Links rein und dann ist egal. Geh weg da! Jetzt hab ich die. Arschloch. Hab ich die Faxen aber dicke hier. Ja, das hast du aber schon gesehen, oder? Ja, klar, hab ich das gesehen. In den Weg gestellt, also. So, warte, ich renn einfach. Halt du mir die Gegner vom Leib, ich renn. Der Käppi. Güter gefallen. Ich hab keine Lust mehr. Scheiß Schweber. Wie lange noch? 7 Sekunden. Bin da. Gut. Arsch frei halten. Mehr sag ich dazu jetzt einfach nicht. Hast ja gesehen, was bei rumkommt. Lass mich! Och Mann, Keks! Wohin? Da hinten. Ich habe jetzt nicht gecheckt, dass es wie so ein scheiß Delikt ist. Ach. Warte. Ist ja nur eine Hydra, aber ansonsten ist alles gut. Warum werden wir jetzt schon wieder von allen Seiten beschossen? Wo kommt ihr her? So, wo kommt ihr Drecksviecher her? Ich hab das Tor hinter euch kaputt gemacht. Güter gefallen. Oh, Alter. Wenn man nicht ewig hängen würde an irgendeinem verfickten Stein. So als das. Ich.
Wo ist das Ding? Och nee. Hinten. Woher? Ja, oder hol halt nicht her. Also, wenn ich mich hier natürlich durchglitschen kann. Hä? Egal. Ja, ich bin schon hinter der Barriere. Hi. Geil. Aber ich weiß nicht, ob wir es machen, deswegen hol mal her das Ding. Ich hol schnell. Ja. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Wahrscheinlich wirst du dann zum Ende hin. Was uns, glaube ich, geht die Mission nicht weiter. Ja, deswegen habe ich Angst gerade drum. Scheiße. Du hast ihnen bewiesen, dass du eine ernstzunehmende Gefahr bist. Ihre Furcht hat sich in Wut verwandelt. Kommst du? Nimm du die. Oh wei. Mhm, mach ich. Nee? Da. Oh fuck, Keks! Come back! Alter. Renn einfach mal durch. Wo muss der hin? Oh nee! Das ist der schnelle, aber schmerzhafte Weg. Spring doch! Sie auf jeden Fall die Arkel auf mich dabei. Ist gut. Kannst kommen. Skippen. Ist das schon Endboss? Oder kommt noch so ein Ding? Endlose Stufen. Ne, das ist, könnte der Boss sein. Oh ne. Ich hole das Ding. Halt du mir den Weg frei. Oh fuck. Soll ich es schmerzhaft machen? Du siehst, wo das Ding ist, ne? Ja. Hüter gefallen. What? Was war das? Skiff. Oh. Huch. Wir legen den Zyklop erstmal. Yep. Gucken wir mal kurz Scharfschützengewehr, gib mir mal Deckung. Gut. Den Rest machst du, ich hol das Ding. Au. Und wo? Okay, egal. Von wie? Irgendwo von hier aus kann man rüber. In einem Sprung. Wie habe ich das damals gemacht? Du bist damals unten rumgerannt. So habe ich es gemacht. Wo ist denn der Scheiß hin? Ach du Scheiße.
Lol. Güter gefallen. Okay, Relikt ist da. Der Nexus muss eine wichtige Ressource gewesen sein. Die schiere Anwesenheit des Restaurativgeistes bedeutet, dass wir die Vex aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Nutze diesen Vorteil. Das nützt mir gerade nichts. Ich muss gerade überleben. Keks, wie lange noch? 7 Sekunden. Ist mir zu lange. Wir müssen los. Wohin? Hier rein. Wo rein? Hier rein beim Zyklop. Oh, scheiße. Hier. Da, hier. I see it. Das war jetzt die schmerzhafte Methode, aber was wir machen. Ich hab keinen Bock, hier alles zu töten. Es ist ja 3 Jahre. Ich kann das bisschen, ne? Oh scheiße, mein Controller wird gelb. Ich hab noch einen zweiten. Super, sind alle bereit? Das ist die Zeitbrücke. Und der Restaurativ. Erst auf mein Zeichen. Super, super. Ja, jetzt ist alles bereit. Nur die Gorgonen töten, noch nicht den Restaurativgeist. Erst wenn ich sage. Gorgonen. Ja, die sehen genauso aus wie Gorgonen. Nur ein bisschen größer. Harpien meine ich. Der Kondensator ist erleuchtet. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, weiß ich. Wo muss ich hin? Da. Damit haben wir seine Aufmerksamkeit erregt. Ja. Ruf! Schon wieder immun. Nicht sterben. Ja. Ja. Wie geht das? Egal. Was? Ich frag nicht weiter, dass ich mehr Kids hab als du. Ich meine, du hast die ganze Drecksarbeit gemacht. Auf du gut Deutsch. Du hast doch hausfrauenmäßig geputzt. Kondensator ist erleuchtet. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, bereithalten. Damit haben wir seine Aufmerksamkeit erregt. Hat mir den Rücken frei. Ist nicht so einfach. Das heißt, komm mit mir mit. Ist drin. Meiner läuft manchmal nicht, deiner auch? Manchmal ja. Okay. Müsste doch hier gleich wieder so ein Ding spawnen. Entschuldigung! Er ist immun, yo! Ja.
Oh, das wird nix, das wird nix. Oder ein Damage auf den Boss. Och man! Wie kurz ist denn seine Damage-Phase? Alter, Alter! Von wo kommst du denn? Ich werde auch von mal zu mal langsamer, ey. Au! Kriegst du, bist gut. Achso, hat ja schon mal einer gesagt? Hm? Du bist gut geworden. Danke. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Davon bin ich ausgegangen. Nee, echt, ich spiele ja öfter mal mit irgendwelchen Randoms zusammen und mit dir kann man spielen. Bei manchen Randoms, da kriegst du dann auch einen Anfall manchmal. Ach du Scheiße. Nimm! Und Damage. Wie immer noch immun. Ist mir egal, ob der immun ist. Baller drauf! Wo ist das Vieh? Ey, der hat so eine kurze Damage vor allem, ne? Und dann müssen sie noch wegteleporten mit einmal. Scheiße. Ich hab wieder eine Super für die nächste Damage-Time. Dann sollten wir ihn vielleicht mit Down kriegen. Um mir kurz ein bisschen Leben. Jawoll! Davon, dass du gehen darfst, hat keiner gesprochen. Wieder immun.
safe durch hier. Oh oh. Ich warte kurz. Hast du eine Super? Nope. Auch noch eine Hydra. Alter, was hier Leichenberge liegen. Weg, 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 weg. Ah, die Wand ist zu langsam. Wollt's nur sagen. Achtung und Damage. Wie? Was? Nein! Wie kurze werden jetzt die Damage-Phasen? Spinnt ihr? Halt mir einfach den Rücken frei. Bin dabei. Ich muss nur warten, bis diese scheiß Schranken sich wegbewegen. Die sich ewig langsam bewegen im Übrigen. Aber ich habe eine bereite Super, also. Vielleicht weiß ich nicht, wenn du. Ich habe leider keine Super mehr. Ach du Scheiße. Haben wir jetzt auf einmal einen dritten? Ja. Hey, wo muss ich denn hin? Da lang. Das macht's nicht einfacher. Jetzt komm hierher. What? Die Bitch liegt. Ich kann den Fluss der Zeit spüren. Seine Wasser fließen wieder, wie sie sollen. Der Nexus wird nicht existieren, Keks? Womit den Vex ein mächtiges Konstrukt verwehrt wurde. Sehr gute Arbeit. Oh Gott, ich bin eingesperrt. Alter. 29 Minuten, ja, ist ja eine halbe Stunde für den Strike, kannst du mal einplanen. Ah, die Super ist geil, die haut rein. Es wird nicht besser, aber das war deutlich einfacher als das andere eben. Also dieses Paradox. Sehr schön, Keks. Der andere hat einen Kill? Soll sich mal direkt verpissen. Ja, auch noch in einem Clan. Ich kann keinen Clan mehr gründen. Geht nicht mehr. Nö, dann ist automatisch. Die zwei dann wieder. Ja, landest automatisch. Ja, dann machen wir auch den kleinen Kugelkrieger. Kannst du mal glauben. Das war meine Folge, oder? Ja. Upgrade im Fokus. Brandsatzgranate will ich nicht. ...244er Beinschutz. Hast du die auch bekommen?
227. Naja, ist doch was. Ich merke gerade eben, dass meine Capture Card hinterherhängt mit dem Sound. Oh. Ja, wir beenden ja gleich die Folge und dann kannst du sie ja einmal neu reinhängen. Mir kommt auch gerade eben, ich habe auch gar keine Treiber installiert für USB 3. Kann auch daran liegen. Vielleicht solltest du es jetzt gleich mal schnell tun. Weil meine Oculus Rift, das kann dauern dann. Nee, passt schon. Weil meine Oculus Rift nämlich auch nicht funktioniert. Könnte vielleicht daran liegen. Ja, dann mach das schnell. Das dauert. Weil ich dann alle Treiber installieren muss. Dings. Du musst die USB 3.0 Treiber installieren. Ich habe gerade eben keine CD da. Weiß nicht, wo die ist. Ja und? Nee, passt schon. Ja, aber dann hängt doch deine Aufnahme da hinterher. Nein, es ist jetzt nach der Zeit passiert. Oh, ich habe ein sublimes Engramm in der Poststelle. Cool. Oh. Ich helfe gern. So. Radial PSM. 59 Legendäre Marken soll ich sparen, oder? Erstmal ja. Jovianische Waffe. Erhöht die Menge an Aromatik-Emotionen, die du tragen kannst, reduziert eingehenden Solar-Entflammschaden. Nett. Sieht doch gar nicht so hässlich aus. Gott, hier muss echt mal offscreen meine Tresor irgendwie ausräumen. Ja. Ein legendärer Helm erfordert Level 40, 3 Verteidigung. Okay. Alles klar. Kündlicher Amethyst. Ach, das sind jetzt die allgemeinen Dinger. Okay. Gut. War jetzt meine Folge, ne? Jo. Sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Destiny. Bis dann. Ciao. Bye-bye.